Leute, der fährt einfach mit einem Motorrad lang oder so. Ich will auch eins haben. Wie hat er das bekommen, bitte? Freunde, was meint ihr? Werde ich gewinnen oder nicht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Was meint ihr? Glaubt ihr an mich oder eher weniger? Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu Minecraft Battle Royale auf der Pocket Edition. Ich glaube, wir sind auf dem Liveboat-Server, Leute. Minecraft Battle Royale, früher richtig gerne gespielt auf dem Hypixel-Server gab es das, glaube ich, damals in der normalen Minecraft-Version. Und ich habe zufällig entdeckt, Leute, dass es hier auch ein Minecraft Battle Royale in der Pocket Edition gibt. Und ich dachte, wir testen das Ganze heute mal an. Es sieht auf jeden Fall ziemlich anders aus als damals das andere Battle Royale. Wir haben hier unseren hübschen Fallschirm mit am Start und eine Minimap-Links in der Hand. Ich hoffe, wir haben die nicht die ganze Zeit, aber ich glaube schon. Ich habe es gestern nur einmal ganz kurz angespielt. Ich glaube, 2 Kills gemacht oder so und dann bin ich gestorben. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich anders, auch von den Items her und allem. Aber wir sehen... Oh Gott, stimmt. Ganz vergessen, man kriegt ja Fallschaden. Ich glaube, ich muss Linkstick machen, um was aufzusammeln. Wir nehmen einfach mal direkt die Bandage hier. Und dann haben wir hier einen Pfeil. Ich hätte ganz gerne eine Waffe oder sowas hier direkt am Anfang. Aber wir haben ja auch notfalls dann ein Steinschwert, Leute. Und hier waren ja auch gerade schon Gegner. Vielleicht können wir die auch killen. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr Minecraft Pocket Edition, Leute. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Modes ihr hier noch gerne sehen wollt. So, einen Kill haben wir. Da vorne war noch jemand. Der rennt jetzt hier gerade schon weg. Komm, gib mir den zweiten Kill direkt. Hä? Okay, da hat er irgendwie kurz gelaggt. Dann killen wir die Person hier auch noch und haben 2 Kills. So, man kann hier auch bauen, Leute. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, also wie ich Material bekomme und sowas. Oh, was mache ich denn hier jetzt gerade? Da will ich nichts eingeben. Zum Beispiel, ich zeige euch das jetzt einfach mal, können wir hier so eine... Oh, was ist das denn? Ist es ein Gegner? Ist es ein Skin? Ich glaube, das ist ein Skin, Leute. Wo kommen wir auf einmal her? Ich wollte gerade zeigen, wie man baut. Dann killen wir den auch eben schnell. Doch, das ist hundertprozentig auch ein Gegner. Gib mir dein Material und deine... Pfeile, passt auf, man kann ja zum Beispiel so eine Treppe bauen, zack, und dann haben wir hier direkt so eine richtige Treppe, wie in Fortnite. Alter, das ist ja ein richtiges Massaker hier gerade, aber irgendwie laggt, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich lagge oder der Server einfach ein bisschen, ja, leicht belastend, da vorne, da rechts ist noch ein Gegner, ich will aber erstmal den Steve hier vorne killen. Mann, ich komme hier gar nicht zum Erklären, weil hier überall Gegner sind. Komm, gib mir die Kills, wir versuchen so eine High-Kill-Round jetzt einfach zu machen hier, würde ich sagen. Ich kenne mich auch noch nicht so ganz mit den Items aus, es gibt irgendwie auch so eine Art Feuerkugel, glaube ich, die man schmeißen kann. Und, Gift, irgendwas mit Gift gab es, glaube ich, auch. Ich weiß ja gerade nicht mehr, was es genau war. Komm, den müssen wir auch killen. Oh, es laggt ja richtig krass gerade, oder nicht? Okay, ich weiß nicht, ob wir den Modus noch öfter spielen werden. Vielleicht liegt es auch an mir gerade, dass es so laggt. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt schon leicht belastend. Und man kann das Schwert nicht auf die 1 packen, Leute. Das ist auch so eine Sache. Zack, das geht nicht, weil auf 1 die Pickaxe ist. So, was mich ein bisschen stört an dem Modus, ist, dass man die Karte die ganze Zeit in der Hand hat. Und ich weiß nicht, ob man die irgendwie wegpacken kann. Ich wollte euch die Wand noch zeigen. Hier, passt auf. Zack, das ist die Wand. Hier, was? Es gibt ein Fahrzeug hier? Leute, der fährt einfach mit einem Motorrad lang oder so. Ich will auch eins haben. Wie hätte das bekommen, bitte? Dann versuche ich jetzt, ihn zu killen. Aber der wird einfach... Ne, der wird einfach... Der ist zu schnell, der kommt weg. Da vorne ist ein Loot-Drop oder was? Und da sind noch mehr Gegner. Aber ich wette, die sind jetzt beide schon richtig gut equipped. Ja, guck mal, die haben jetzt irgendwelche Bomben da. Aber vielleicht können wir hier jetzt wegsnacken. Pass auf, zack. Jo, alles klar. Wieso laggt das denn so krass, der Modus? Das macht es halt echt ein bisschen schwierig. So, warte, aber den müssten wir doch eigentlich killen können, glaube ich, oder nicht? Der andere ist gerade gestorben. Der geht aufs Motorrad. Wie komme ich da drauf? Okay, nee, hä? Wieso habe ich jetzt Schaden kassiert? Okay, ich bin jetzt auch auf dem Motorrad. Ich wollte ihm eigentlich hinterherfahren. Ja, guckt euch mal an, wie die Motorradsteuerung ist. Das ruckelt gar nicht oder so, Leute. Nein, 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 nein. Läuft ja alles super flüssig auf jeden Fall. Ich fahre trotzdem mal weiter hiermit. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich gleich irgendwelche Bandagen finde, dass ich halt regenerieren kann. Wie steige ich hier ab? Sneaken vielleicht einfach? Ja, oh, hallo, was geht ab? Ich würde dich ganz gerne töten. Zack, noch ein Hit und du bist down. Hast du Bandagen? Nee, leider nicht. Poison Dart, aber damit können wir Gegner vergiften auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich werde jetzt echt einfach mal kurz in das Haus hier gehen und ein bisschen looten, Freunde, denn... Oh, warte, da vorne ist noch der andere. Vielleicht kann ich den... Zack, weil man regeneriert ja nicht. Vielleicht ist der immer noch relativ low, aber ich habe keinmal getroffen. Komm, wir gehen jetzt einfach echt ein paar Bandagen suchen, würde ich sagen. Guck mal, da vorne liegen welche. Man sieht immer die ganzen Sachen hier durch. Hier ist noch ein Schleimball. Ah ja, und ich glaube, ich kann den nicht aufsammeln, weil ich voll bin, ne? Okay, das heißt, ich packe mal ganz kurz den Poison-Pfeile weg. Gönn mir dann die Bandagen, Leute. Zack, gib mir eine. Jetzt aber, und dann gib mir den Poison-Pfeil wieder. Komm, wir haben schon 6 Kills, Leute. Wir sind hier richtig am Rasieren anscheinend. So eine High-Kill-Round kriegen wir vielleicht hin hier. Also ich weiß nicht, was eine High-Kill-Round hier ist, aber gut. Hier vorne ist wieder der andere Gegner. Komm schon, lass mich... Yo, wie schnell ist denn jetzt da hinten hingekommen auf einmal? Komm, lass mich den treffen. Ich treffe den einfach nicht. Wieso nicht? Da, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Zack.
Nochmal. Okay, mit dem Bogenschießen hier ist echt kacke, weil es einfach laggt, Leute. Aber da haben wir den bekommen. Da vorne ist der nächste Gegner. Der bewegt sich aber gerade noch nicht so wirklich. Habe ich den gerade gekillt? Jawohl, haben wir mit dem Bogen, glaube ich. Leute, wir haben 8 Kills. Was passiert hier? Ich laufe einfach ein bisschen rum und spam irgendwelche Sachen und es klappt irgendwie. Fire Rod. Okay, damit können wir den Gegner anzünden. Was packe ich denn dafür weg? Soll ich die normalen Pfeile wegpacken? Aber möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich packe meinen Sticky Slime Ball weg und nehme aber Bandagen mit, weil ich brauche auf jeden Fall gerade wieder welche. Und Heilung kann man nie genug haben. Ihr dürft mir auch gerne noch weitere coole Pocket Edition Spielmodi in die Kommentare schreiben, die wir gerne mal testen können. Ich habe gesehen, hier kann man, glaube ich, auch so eine Art Prison Escape oder sowas machen. Oder ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas habe ich gesehen. Das habe ich mir aber noch nicht angeguckt, den Modus. Das könnte man vielleicht auch mal testen. Dann Skywars wollte ich auf jeden Fall einmal testen in der Pocket Edition. Und irgendeinen Modus gab es auch, wo man gegen Zombies kämpfen muss, glaube ich. Den würde ich mir ganz gerne auch mal angucken. Aber abgesehen davon habe ich mir jetzt noch nichts rausgesucht, was man hier noch spielen kann. Treasure Wars, Bad Wars und sowas macht natürlich auch immer mega Bock. Davon wird es, denke ich, mal auch noch was geben. Aber falls ihr irgendwelche coolen Modes habt, die man sonst noch testen kann, dürft ihr die, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. So, wir haben 9 Kills. Zack. Leute, vielleicht schaffen wir ja direkt so eine 10-Kill-Runde hier. Das wäre auf jeden Fall ganz lustig. Bin ich schon voll an Material eigentlich? Ich weiß nicht, wo man... Was ist denn das hier überhaupt? Dieses Inventar, was ich hier noch habe. Bau, Ausrüstung, Gegenstände. Dann kann ich hier was aktivieren. Ich weiß. Oh, die Zone kommt, Leute. Das ist die Zone. Die habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Die möchte ich mir jetzt ganz gerne mal angucken hier. Ist die schnell? So sieht die auf jeden Fall aus hier. Sieht ganz cool aus. Und ich würde sagen, wir rennen mal besser weg. Ich hoffe, ich bin schneller als die Zone. Aber hier vorne ist ja direkt schon die Safe Zone. Sehen wir eher an der Karte. Von daher sollte das passen. Es leben noch 6 andere Spieler. Das heißt, wir könnten easy die 10 Kills kriegen. Wieso habe ich denn eigentlich schon wieder Schaden kassiert hier? Nochmal die Bandagen gönnen hier, damit ich auch wieder voll bin gleich. Und dann können wir vielleicht hoffentlich jetzt noch einen Kill irgendwo bekommen. Da vorne sehe ich auf jeden Fall jemanden. Hallo, ich bin wieder voll regeneriert. Ich habe mir alle Bandagen gegönnt, Leute. Und jetzt muss ich nur, hier ist halt überall Feuer noch. Ich wünsche, ich hätte noch meinen Slime Ball jetzt. Aber ich kann versuchen, ein bisschen mit dem Bogen drauf zu schießen. Ist aber echt schwierig zu treffen, weil er so verzögert auch abschießt und alles. Renn doch jetzt nicht weg von mir. Ich möchte doch nur den 10. Kill haben. Kannst du vielleicht bitte kurz stehen bleiben, damit ich hoffentlich... Es wäre auch natürlich auch cool, wenn ich direkt gewinnen würde. Freunde, was meint ihr? Werde ich gewinnen oder nicht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Was meint ihr? Glaubt ihr an mich oder eher weniger? Ich habe noch ein bisschen Angst, dass gleich so ein richtiger Experte hier am Start ist, der den Modus öfter spielt und genau weiß, wie er mich killen kann und alles. Aber dadurch, dass es auch irgendwie so ein bisschen laggt, ist alles offen, ja? Ich könnte meinen, wir könnten gewinnen. Könnte natürlich auch nicht passieren. Die Zone wird langsam echt ziemlich klein. Wäre ganz cool, wenn du jetzt... Warte, der geht jetzt hier looten. Vielleicht kann ich ihn dann von hinten überraschen. Der weiß noch nicht, dass ich bei ihm bin. Jawohl, das ist mein 10. Kill, oder nicht? Safe. Jawohl. 10 Kills haben wir. Der hatte auch nochmal Bandagen. Davon gönne ich mir direkt eine, dass ich wieder voll bin. Und Enderperlen sind das... Okay, das sind einfach ganz normale Enderperlen. Die können wir dann, denke ich mal, auch einfach nutzen. Oh, ich habe, glaube ich, gerade... Ja, ich habe einen Gegner gehört. Hi, Steve. Was geht ab? Dich muss ich auch killen. Der hat mich schon angezündet, aber den müssten wir auch bekommen. Kann ich mich irgendwie... Ich glaube, ich kann mich nicht löschen, Leute. Oh Gott, ich werde jetzt so viel Schaden kassieren. Und die hatte keine Bandagen. Ich habe nur noch Hälfte Leben und es lebt nur noch ein anderer. Ich muss irgendwo Bandagen finden jetzt bitte hier. Wo sind Bandagen, Leute? Gib mir Bandagen. Poison Dart ist über mir. Den will ich nicht haben. Ich brauche unbedingt eine Bandage. Vielleicht da. Ach, ich will die ganze Zeit zoomen wie mit Optifine, aber das geht hier natürlich nicht. Ich will jetzt nicht zweiter Platz werden hier, Leute. Ich möchte unbedingt direkt die Runde gewinnen. Aber da vorne, die Sachen sind halt... Hier ist auch schon wieder die Zone gleich. Das heißt, ich kann hier nicht so viel suchen. Ich weiß noch nicht, wann die Zone das nächste Mal move. Da oben sehe ich, glaube ich, Bandagen. Aber da ist auch schon die Zone. Aber hier ist es noch ein weiter oben. Oh Gott, wie komme ich denn da ran jetzt? Warte, sind hier vielleicht Bandagen drin? Nee. Da gegenüber müssten Bandagen sein. Aber ich glaube, die Zone kommt auch schon langsam zu mir. Über mir sind auch nochmal Bandagen notfalls. Ich weiß aber nicht, wie ich nach ganz... Doch, hier komme ich bestimmt nach ganz oben. Dann schnappen wir uns einfach vielleicht die Bandagen. Ich hoffe, dass ich den Gegner jetzt nicht zufällig finde hier. Dann packe ich mal ganz kurz alle meine Pfeile weg und gönne mir erstmal die Bandagen. So, dann sind wir, denke ich mal, auch wieder voll. Und dann, wenn wir Glück haben, kriegen wir 12 Kills hin. Das ist, glaube ich, wie in meinem Fortnite-Video, oder? Ich habe ja vor kurzem noch ein Fortnite-Video hochgeladen. Ich glaube, da hatten wir auch 12 Kills und einen Sieg. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Könnte aber gut sein. Ich höre den Gegner, Leute. Der ist, glaube ich, unter mir. Oder? Ich habe auf jeden Fall gerade noch ein paar... Ja, ich höre auf jeden Fall andere Schritte. Das könnte genauso wie in meinem Fortnite-Video ablaufen. Das wäre natürlich ein lustiger Zufall hier. Das wird auf jeden Fall gerade ein bisschen... Ich glaube, der ist hinter mir, oder? War der gerade über mir? Der muss ja jetzt gleich eh da rauskommen, falls er da drin war. Wegen der Zone. Das heißt, wir warten jetzt einfach ganz kurz. Und hoffentlich sehe ich ihn hier jetzt gleich. Ich sehe ihn nicht. Hallo? Die Zone moved, mein Freund. Wo bist du? Oh Gott, ich darf nicht an der Zone sterben. Ganz schnell wieder. War das Zonenschaden oder war er... Oh, wie komme ich? Ich komme hier nicht durch! Ich kann das aber abbauen. Nein, ich krieg Schaden.
Okay, man kann das zum Glück abbauen. Oh, schnell wieder in die Zone laufen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schaden kassiert. Ich hätte auch einfach eine Enderperle werfen können, ich Idiot. Ich weiß aber nicht, ob ich Enderperlen Schaden kriege. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich den Typen gerade gehört habe in dem Haus. Ich habe gewonnen. Och nö, jetzt habe ich nur 11 Kills bekommen, Leute. Ich habe nur 11 Kills, weil er der ist an Fallschaden gestorben, der Typ. Okay, das ist natürlich sehr belastend. Wie schmeißt man auf so eine Enderperle hier? Okay, kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr nutzen, ne? Weil die Runde vorbei ist, oder? Kann ich noch was bauen? Nee, kann ich anscheinend auch nicht mehr. Leute, aber wir haben direkt unsere zweite Runde. Wie gesagt, ich habe das ja schon einmal kurz angetestet gehabt. Gewonnen hier von Minecraft Battle Royale. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann, wie gesagt, gerne einfach mal ein Like da lassen, Freunde. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.